Ja, es ist tatsächlich so, ich habe sie im Videocall. Heike Luther vom Bayerischen Rundfunk ist da. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Hallo. Immer gerne, sehr gerne. Du bist bei Schwaben Weiß Blau verantwortlich für die Redaktion. Du bist Producerin, steht im Abspann immer dran. Was heißt es denn genau? Was genau ist deine Aufgabe? Also, ich muss ein bisschen korrigieren. Also, Oh. verantwortlich für die Sendung ist der Redaktionsleiter. Aber Ah. der muss den Kopf hinhalten, der festangestellte Redaktionsleiter, das ist jetzt der Christian Rudnitzky. Aber ich bin Producerin, das heißt, ich, sagen wir mal, stelle die Sendung zusammen, mache auch alle Vorarbeiten zusammen mit dem Produktionsleiter, wie Kalkulationen. Dann wurde seinerzeit natürlich auch irgendwann mal das Bühnenbild erstellt und kreiert. Und da guckt man als Redaktion auch drauf. Zum einen erstmal, wie schaut es aus, wie toll ist es und dann auch, was kostet es. Wir müssen auch natürlich auf die Kosten schauen. Und sagen wir mal, beim Producer einer solchen Sendung, da läuft eigentlich alles zusammen, weil der Redaktionsleiter natürlich viele Sendungen betreut und andere Dinge auch. Der wird immer darüber informiert, was passiert, aber die konkrete Arbeit am Projekt, die macht der Redakteur oder Producer. Jetzt ist ja Schwaben Weiß Blau in Kooperation mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband. Wer hat denn da jetzt so das letzte Wort? Wer bestimmt, wer da auftreten darf? Naja, im Endeffekt, das ist in dem Fall der Bayerische Rundfunk, weil es ist ein bisschen anders bei Schwaben Weiß Blau als bei Fastnacht in Franken. Da bildet der Bayerische Rundfunk das Geschehen auf der Bühne nur ab, liefert quasi diesen technischen Support, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir gestalten aktiv das Programm. Also es gibt schon durchaus Abstimmungssituationen mit dem BSF. Das ist in enger Zusammenarbeit, was auch vor allen Dingen die Garden- und Tanzgruppen angeht. Aber das wäre, sagen wir mal, vom Austausch und von der Abstimmung zu, sagen wir mal, ich glaube, dass da gar nicht die Kapazitäten so da sind, dass, weil wir ja, sagen wir mal, speziell an Wortbeiträgen wirklich lange arbeiten. Ich als Redakteur oder als Producer gemeinsam mit dem Autoren, den wir ja auch eingebunden haben als Hilfestellung für die Wortbeiträge, weil wir ja doch auch einige Laien haben, die sagen wir aber professionellen Support und den ein oder anderen Hinweis wirklich glücklich sind auch. Ja. Bei den Tanzgruppen ist das anders. Tanzgruppen ist ein gutes Stichwort. Die Holaya, die darf ja schon seit einigen Jahren immer wieder bei euch auftreten. Was ist euch wichtig bei so einer Tanzdarbietung? Auf was achtet ihr? Wonach sucht ihr die Nummern aus? Ja, wir achten, also dass die Tanzgeschichten, da stimme ich mich wirklich eng mit dem BSF ab, weil wir natürlich auch wollen, dass immer mal irgendwie ein anderer Verein rankommt, dass nicht immer die gleiche Garde tanzt oder die gleiche Show-Tanzgruppe, weil es ist nun mal so, in Bayerisch-Schwaben gibt es jetzt nicht so, es gibt viele Tanzgruppen, aber nicht so viele, die das, sagen wir mal, professionelle oder das Niveau bringen können, was wir fernsehseitig eben auch ein bisschen erwarten. Das ist ja bekannt. Also in Franken und so weiter sind die noch mal auf einem anderen Niveau zum Teil, die Gruppen. Ja. Es ist, glaube ich, jetzt keine Tanzhochburg bei Schwaben. Und wir versuchen einfach eine Vielfalt zu erzeugen. Die Holaria ist immer mal wieder dran im Showtanzbereich. Dann haben wir drei, vier andere noch und sind aber natürlich auch aufmerksam und schauen uns, es bewerben sich auch einige Tanzformationen immer mal wieder, da schauen wir hin. Die müssen halt eine bestimmte Größe haben und auch einfach eine bestimmte Qualität, sage ich jetzt mal. Dann ist es ja eine große Ehre für uns, dass wir immer wieder diese Qualität beweisen und genommen werden. Absolut. Es ist natürlich auch sagen wir mal, ich glaube ich, ein traditionsbewusster Verein, die Holaria Augsburg, richtig? Und Auf jeden Fall, ja. traditionsreich. Ja. Das stimmt schon. Es dauert, wenn wir auftreten bei euch, dauert unser Auftritt jetzt 4 Minuten. Die ganze Sendung, die ist so um die 3 Stunden lang, aber das ist ja nicht in 3 Stunden produziert. Da steckt ja viel mehr Arbeit, viel mehr Aufwand dahinter. Wie schaut es denn aus? Wann geht's los mit den Planungen und dann auch mit der Produktion? Naja, also mit den inhaltlichen Planungen, das ist eigentlich ganzjährig. Ja, also wenn sich jemand bewirbt, die können sich immer melden, die finden immer ein Ohr und kriegen vielleicht nicht sofort Feedback, weil wir uns natürlich, sagen wir mal, unterm Jahr auf andere Produktionen, auch die zeitnah passieren, konzentrieren müssen.
Aber wenn jemand eine Frage hat oder irgendwie eine Bewerbung, Video schickt, versuchen wir relativ schnell Feedback zu geben. Wenn jetzt, sagen wir mal, fokussiert ist die Vorbereitung für Schwaben weiß Blau, was ja meistens im Januar oder Februar aufgezeichnet wird, geht, sag ich immer grob, nach der Wiesn los. Ja? Also so Mitte September, Mitte, Ende September fangen wir an und das Programm, das heißt der Sendungsablauf steht im Prinzip Mitte, Ende November. Weil die Vorbereitungszeit, also wenn wir dann genau wissen, was passiert, welche Nummern, die braucht dann auch unser Rest des Teams, also zum Beispiel die Requisite oder Kostüme, die dann anfangen. Und das Licht vor allen Dingen und auch die Regie, die sich dann anfangen, mit den Nummern, mit dem Ablauf zu befassen. Da wir das Ganze ja live on tape aufzeichnen, wollen wir natürlich auch, dass die einzelnen Nummern nahtlos ineinander übergehen und wir nicht noch groß absetzen müssen, weil die Umbauten zu groß sind. Da haben wir natürlich auch eine großartige Bühnenmannschaft, die das eigentlich immer hinbekommt, auch wenn wir kurze Umbauzeiten manchmal haben. Also konkret, inhaltlich ganzjährig, aber sagen wir mal, Fokus dann Mitte, Ende September. So, ja, und die Technik, die fängt später an. Wenn man die Stadthalle in Memmingen, wo das ja aufgezeichnet wird, kennt, die ist ja eigentlich ziemlich leer und nackt. Aber wenn Schwaben weiß blau stattfindet, dann ist die bunt dekoriert und da steckt doch bestimmt viel Arbeit dahinter. Kannst du uns vielleicht mal so mitnehmen, wie die Produktion so grob abläuft, wann die Dekorationsarbeiten losgehen und wie die Aufzeichnungstage so verlaufen? Also ich muss jetzt mal eins noch sagen, das ist wirklich ganz lustig, wenn der Oberbürgermeister von Memmingen, der kommt immer vor der Aufzeichnung mal vorbei, begrüßt uns alle, weil es ist ja wirklich wie nach Hause kommen mittlerweile für uns, die schon lange diese Produktion machen in Memmingen. Ich bin ja wirklich seit 2004 dabei, es sind einige, nicht viele, aber und das ist wirklich, Memmingen ist fast wie so eine zweite Heimat geworden. Wenn der OB vorbeikommt, ist er immer fassungslos, wie seine Stadthalle ausschaut, weil er kennt sie natürlich von anderen Veranstaltungen. Ich habe sie noch nie so richtig nackig gesehen, sondern immer nur bunt. Wenn wir anreisen, ist sie schon geschmückt und so. Das geht eine Woche vor der Aufzeichnung ungefähr los, dass die Bühne, die wurde im Hangar, in einem Hangar am Memminger Flughafen aufbewahrt, also die schleppen wir nicht jedes Mal aus München nach Memmingen. Da wird es jetzt, glaube ich, einen anderen Aufbewahrungsort geben. Da muss ich jetzt gestehen, das weiß ich jetzt nicht genau, wo der ist, irgendwo aber auch in Memmingen. Dann fangen die an, die Bühne die Einzelteile der Bühne aufzubauen, der Deko, und dann kommen unsere Deko-Damen, die natürlich da diesen ganzen Glitzer und hier und das und jenes hineinhängen und die Türen verkleiden und die Lampen, die oben hängen mit Glitzer und nicht Konfetti, Lametta heißt das, Lametta, ja. verkleiden. Dann sind natürlich auch parallel, werden da wahnsinnig viel Lampen rein, wird viel Licht reingehängt. Insgesamt, sagen wir mal, vom BR-Personal sind ungefähr 90 Leute damit beschäftigt während der Produktion. Das ist schon ganz schön viel. Also inklusive Kabelhelfer, die aus Memmingen kommen, das sind die an den Kameras stehen, die Kameramänner und da Kameramänner und Frauen unterstützen. Also eine Woche vorher fängt der Aufbau an. Die Redaktion kommt, sagen wir mal, wir mussten jetzt einen Tag einsparen, wir kommen jetzt einen Tag später und die Probenzeiten wurden noch mal ein bisschen komprimiert. Wir kommen dienstags nach Memmingen. Donnerstags ist die erste Aufzeichnung. So ist es. Dann sind Dienstag, Mittwoch Proben und jetzt eben nur Mittwochs noch. Redaktion und Regie kommen meistens am Dienstagabend, weil es dann doch noch einiges zu besprechen gibt. Und dann sind wirklich im 20-Minuten-Takt die Proben am Mittwoch. Und die Tanzgruppen, die werfen wir jetzt in den Durchlauf, der am Donnerstag dann stattfindet. Das heißt, da werden schon die einzelnen Nummern zusammengeführt und die Tänze kennen wir ja. Da haben wir vorher Videos, da haben unsere Lichtleute, die Regie, Gelegenheit, sich auf die Bewegungen und auf die Musiken werden eingespielt vorher, das Licht zu programmieren in den entsprechenden Tanzfolgen.
Ja, und dann ist donnerstags abends, das ist wirklich der anstrengendste Tag für alle Beteiligten, für die Mitwirkenden, aber auch für uns, ist dann abends gleich die erste Aufzeichnung und am Freitag die zweite. Und dann ist die Nachbearbeitung, die geht gleich montags los, wo wir sagen, wir haben ja doch manchmal kleine Überlängen. Und dann versuchen wir natürlich aus beiden Aufzeichnungen das Beste zu nehmen, und auch manche Korrekturen können wir vornehmen von Bildern, weil wir ja alle 8 Kameras aufzeichnen. Da können wir auch mal einen technischen Patzer, der uns passiert, ausbessern. Und dann wird die Sendung in 3 Tagen poliert und schön gemacht, dass wir freitags dann senden können. Das ist sehr interessant, auch mal so die andere Seite vom Fernsehen kennenzulernen. Nicht immer Ja. vor dem Bildschirm, wie es dann ankommt, sondern auch, was da eigentlich dahinter steckt, wie viel Arbeit hinter 3 Stunden Fernsehen steckt. Ja, also ich Und sage jetzt mal, und wir sind schon da relativ schlank unterwegs. Also, aber im Grunde kann man wirklich sagen, es geht ab September, es sind 3, 4 Monate auf jeden Fall Vorbereitung. Also wirklich konkrete Vorbereitung. Und das Redaktionsteam, das besteht natürlich auch nicht auch nur aus mir, sondern eben auch aus dem Redaktionsleiter, dem Christian Rudnitzky, dann der Martin Zeltner, der die Moderationsbücher schreibt, die Moderation vom Georg Ried und auch eben den anderen Wortbeitragen, den Protagonisten der Wortbeiträge sehr unterstützend zur Seite steht, wenn gewünscht und wenn nötig. Ja, und dann habe ich, gibt es noch 2, 3 Kolleginnen, die, was weiß ich, Verträge und auch mit konkret am Projekt arbeiten. Alleine wäre das nicht zu machen. Das ist dann in manchen Zeiten schon relativ viel, vor allem wenn man dann noch parallel andere Produktionen hat, was meistens der Fall ist am Ende des Jahres. was ich auch faszinierend finde, es ist in diesem Raum jeder verkleidet, egal ob Zuschauer oder Mitarbeiter, alle müssen ein Kostüm anhaben. Falls da mal jemand kommt, der jetzt irgendwie nur ein Hemd anhat oder sowas, wird der dann von euch ausgestattet? Habt ihr da so Notfallkostüme da? Ja, da haben wir dann einfach eine Boa, eine Federboa, die ihr rumbekommt. Aber sagen wir mal, die Mitarbeiter werden alle, wir haben natürlich das Glück, einen tollen Kostümfundus zu haben. Und die werden halt auch von uns dann eben ausgestattet. Das ist auch ein großer Spaß, wie jeder dann doch immer daherkommt. Weil manche Kostüme, die haben alle schon mal angehabt. Das ist dann auch wirklich lustig. Und ja, das ist da, deshalb ist das auch so eine beliebte Produktion auch innerhalb des Teams, weil wir mögen diese Atmosphäre in Memmingen, dann natürlich auch in der Proben- und Aufzeichnungszeit ist ein großer Spaß. Und ja, das ist wie eine große Familie eigentlich mittlerweile. Man kennt auch viele Protagonisten, man kennt sich. Und das ist auch von Vorteil natürlich. Wir haben immer mal neue dabei, die muss man natürlich dann irgendwie an die große Bühne ein bisschen heranführen, weil es ist natürlich schon alles ein bisschen größer als in den Übungsräumen und in den Auftrittsräumen oder Auftrittshallen oder die Garden und Tänze und Wortbeiträge in den hiesigen, in den heimischen Fasnachtshochburgen haben. Ja. Man merkt schon, Fasching verbindet ein bisschen und gibt Familiengefühl. Wie stehst du persönlich zum Fasching? Bist du eher Faschingsfan oder Faschingsmuffel? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, als ich diese Sendung 2004 geerbt habe, das war die erste, ich bin wirklich von der ersten Stunde an dabei, war ich jetzt nicht super happy, weil ich bin eigentlich kein Faschingsfreund. Okay. Aber es macht riesigen Spaß und mir macht es, ich mag es mittlerweile, ja. Also ich würde jetzt privat, würde ich jetzt nicht unbedingt auf einen Faschingsumzug gehen oder irgendwo, das bin ich nicht, ne? Aber diese Sendung und die Arbeit dran mit den Protagonisten und dieser Spaß und die Freude und dieser Enthusiasmus mit dem, den ich da kennengelernt habe, den die Leute alle haben, auch speziell in der Region Schwaben, das nimmt einen mit. Und deshalb natürlich, nach so langer Zeit bin ich kein Faschingsmuffel mehr, sondern ich wurde überzeugt. Sehr schön, der Fasching hat dich überzeugt. Live on Tape wird aufgezeichnet, das heißt, die Sendung wird quasi in diesen 3 Stunden komplett von vorne bis hinten durchgemacht, aber nicht nur einmal, sondern zweimal richtig aufgezeichnet mit Publikum, oder? An 2 Tagen aufgezeichnet Publikum. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt in diesen Zeiten auch im nächsten Jahr so sein kann, ja.
Das ist ja alles so ein bisschen im Moment, können wir keine Produktion durchführen mit Publikum. Und wir hoffen natürlich, dass sich das bis nächstes Jahr ändert. Ja, das hoffen wir alle, weil natürlich auch der Fasching dann davon betroffen wäre. Ja. Da gibt es ja viele Veranstaltungen, die wahrscheinlich dann in Gefahr wären, wenn sich das länger hält mit dieser Ausgangsbeschränkung und den Einschränkungen für Veranstaltungen. Wie schaut es denn bei euch eigentlich so im Allgemeinen gerade aus mit der Arbeit? Ihr seid bestimmt auch viel im Homeoffice, oder? Also es sind fast alle im Homeoffice, wenn man ab und zu mal reingeht. Das ist manchmal, sagen wir mal, da hat man seine ganzen Ordner und so weiter. Da ist das. Also manchmal ist es auch ganz schön, mal wieder ins Büro zu gehen. Man freut sich auch dann da drauf. Und wir haben das Glück, dass unsere Büros so Einzelbüros sind und in der Regel, sagen wir mal, ein, zwei Leute da sind, wenn überhaupt, dass das auch ganz gut möglich ist. Aber wir sind angehalten, im Homeoffice zu arbeiten, sind auch so ausgestattet und haben Telefon- und Videokonferenzen. Das geht eigentlich ganz problemlos. Also wir haben auch die digitalen Möglichkeiten entdeckt und nutzen sie auch. Also gerne, das ist schon eigentlich ganz lustig mit all den Sachen, die im Homeoffice passieren. Also manchmal läuft halt bei irgendjemandem ein Kind hinten durch und haut ein Papa auf den Kopf und so. Aber oder es wird ziemlich unruhig. Aber das haben die meisten von uns ziemlich gut im Griff. So, die Publikumsveranstaltungen, die ganzen Produktionen, da versucht man gerade nach Alternativen. Und versucht anders zu produzieren, wenn produziert wird, aber viele Sachen werden auch abgesagt. Heute ist die Wiesn abgesagt worden. Da haben wir der BR auch ziemlich viel Programm generiert. Ja, das glaube ich. Das ist natürlich schade für alle. Aber wir müssen das Beste draus machen und machen jetzt zu Hause eben Unterhaltung für die Leute, so wie wir gerade im Videochat für unsere Facebook-Freunde. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute und hoffentlich bis bald bei Ja. Schwarz-Weiß-Blau. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Danke.